Und damit sage ich einfach mal herzlich willkommen, liebe Leute, zum Fußball Manager 13. Und ja, ich habe euch ja vor, ein bisschen zu verwöhnen, und ich hatte auch Lust, nochmal nebenbei, neben RB Leipzig, noch ein anderes Projekt laufen zu lassen beim Fußball Manager. Und ich dachte, erst gehst du nach Österreich, machst du so Red Bull Salzburg, war mein erster Gedanke, weißt du, Red Bull und RB hätte halt super gepasst, und ich mag eh Kevin Campbell mal spielen, aber da habe ich mir gedacht, nee, jetzt ins Ausland. Könnt ja auch wieder in Deutschland irgendwo unten anfangen, wie wir es bei der RB-Karriere auch hatten. Dachte ich aber, das haben wir alles schon. Und dann habe ich mir einfach mal gedacht, so mal irgendwas anderes, was es so vielleicht noch nicht gibt, was du so auf jeden Fall nicht kennst, denn sind wir mal ehrlich. Egal bei welchem Verein man im Fußballmanager anfängt, es entwickelt sich nach einer Zeit irgendwie immer zum selben. Kannst bei Holstein Kiel anfangen, hast am Ende nach 2, 3 Jahren wieder klasse Spieler, und das war's dann. Einigermaßen gesunde Finanzen. Irgendwo muss da schon ein Reiz sein. Und deswegen dachte ich, nimmst du mal den Fußballmanager so ein bisschen anders. Hab mich so ein bisschen von den ganzen FIFA-Spielern, von den Ultimate Team-Spielern inspirieren lassen. Die haben ja dieses, ja, Road to Glory oder wie auch immer die Scheiße heißt, die wirklich jeder Volldepp macht, ohne jemanden nahe treten zu wollen, aber es geht halt irgendwann auf die Nerven. Und deswegen dachte ich mir, nimmst du das als Anreiz und überträgst das so ein bisschen auf den Fußballmanager, gehst in eine Liga, die jetzt vielleicht nicht so oft Let's Played wird, nimmst dort einen Spieler, der ein Ausnahmetalent hat. Bei diesem Verein müsste jeder schon wissen, welcher Spieler es ist. Und dann würde ich sagen, unser Ziel ist es, als Manager erstmal von Stroms Gottseth, wenn ich den Namen falsch ausspreche, tut mir leid, ich bin kein Norweger, ich habe die Sprache nicht so richtig, aber ja, nimmst du halt diesen Verein und versuchst den Spieler richtig, richtig, richtig gut zu machen, dass er an die Spitze der Welt gehört. Und das wird jetzt nicht unbedingt gehen, wenn wir hier in Norwegen bleiben. Deswegen ist meine Aufgabe, sollte irgendwann ein richtig lukratives Angebot aus der Bundesliga kommen. Ich habe extra nur die beiden Ligen hier ausgewählt, weil ich jetzt nicht den Rechner zu hoch belasten wollte. Ich hätte zwar noch 4, 5 Ligen weiter auswählen können, die voll simulieren können, aber ich dachte, 2 reichen voll und ganz für meine Pläne, die ich habe. Dieses Format hier wird auch nur erstmal am Wochenende laufen, sprich eine Folge Samstag, eine Sonntags, genau wie FIFA. Einfach nur mal, um zu gucken, wie das bei euch so ankommt. Und wenn das richtig gut ankommt und meine Zeit wieder ein bisschen mehr wird, dann können wir das gern auch über die Woche übertragen und dann wie den RB Leipzig-Modus täglich machen oder im Wechsel irgendwie sowas. Das hängt aber wie gesagt auch so ein bisschen von euch ab. Ich mache das erstmal nur am Wochenende, muss auch erstmal gucken, wie ich das so zurechtkomme mit so einer etwas anderen Spielidee. Und würde ich sagen, bevor wir weiter quatschen, gehen wir einfach rein. Wow, Nationaltrainer. Wollen wir auch Nationaltrainer von Norwegen werden? Wäre sicherlich auch mal interessant, ne? Ich verspreche euch, ich hole auch unser Talent nicht zu früh in die Nationalmannschaft. Vielleicht aber auch doch. Können wir uns ja dann rausschmeißen. Ah, wir hatten in den anderen, glaube ich, keinen Nationaltrainer immer. Deswegen ist das mal was ganz Nettes. Und direkt schon eine Pressekonferenz. Was ist denn los hier? So, das kennen wir ja noch. Die Fragen lese ich jetzt nicht vor. Die sind immer, boah, was ist denn hier los? Wir werden zusammen mit den Fans auf dem Marktplatz, bla bla bla. Wer die Fragen lesen will und meine Antworten. Ey, was ist denn los? Ich weiß, ich bin ein Star, weil mein Charakter hier schon viele Karrieren hinter sich hat. Deswegen ist er auch so hoch gelevelt. Aber hallo? Da geht die Presse einfach mal steil bei meiner Verpflichtung. Meisterschaft, Halbfinale, Gruppenphase, internationaler Pokal. Die sind also im, wo sind die denn dabei? Qualifikation, würde ich sagen, oder? Geld sieht ja einigermaßen ordentlich aus hier.
Ich werde natürlich auch trotzdem Transfers tätigen, das ist klar. Ich könnte auch nicht ohne. Und zum ersten Mal für den internationalen Wettbewerb qualifiziert. Was geht denn ab? Meister soll mal werden. Sponsor zahlt 99.000 und das sind 89.000 aus den Dingern. Jetzt mache ich erstmal ganz schnell hier meine übliche Ansicht. Hier war der die verliehene Spieler und hier war der Transfermarkt. Verzeiht mir, wenn ich nicht alle Spieler so kenne, das kennen wir auch schon. Wie gesagt, mit der norwegischen Liga beschäftige ich mich in der Regel nicht wirklich, aber bei diesem Spieler hier, ich darf jetzt mittlerweile den Namen nennen, oder? Martin Ødegaard, kann man ja mal sagen, ja, sollte man auf jeden Fall schon mal gehört haben, den Namen, und macht das Ganze halt ein bisschen interessanter. 8-Sterne-Talent sieht man auch nicht allzu häufig. Von daher kann auch noch nicht weggekauft werden. Ist erst 13 Jahre hier im Spiel. Das ist schon sehr, sehr krass. Darf erst mit 16 weggekauft werden. Und ich hoffe, dass ich so lange auch beim Verein bleiben darf. Denn wie gesagt, es geht hier um ihn. Und den wollen wir nach oben peppeln. Und wenn er dann 16 ist und ein gutes Angebot kommt rein, dann könnten wir gerne den Verein wechseln und den guten Mann mitnehmen. Wie gesagt, ich versuche den langsam ranzubauen an das Team. Und wollen wir mal sehen, ob ich das irgendwie schaffe. Erstmal hier das Übliche. Wer das nicht sehen will, kann natürlich wieder vorspulen. Aber ich muss natürlich erstmal mir einen Überblick über den Kader verschaffen. Das ist nämlich eine absolute. Absolutes Neuland für mich. Ich werde hier wohl auch mit Spielern. Erstmal müssen wir die Einstellung machen. Dann mache ich auch mal so ein bisschen Hintergrundmusik, damit das hier nicht ganz so eintönig ist. Autosave bitte alle 3 oder 4 Tage, so oft wie der Fußballmanager abstürzt. Spieler reinkarnieren braucht man nicht. Mit Scouting berichten. Ja. Immer sofort. Nein, Entscheidung vor jedem Spiel. Ich würde gern und weiterhin gern im 3D-Modus spielen, wenn ihr da nichts dagegen habt. Gefällt mir eigentlich soweit ganz gut. Jetzt muss ich erstmal hier wieder die ganze Musik auswählen. Ich hoffe, ich komme wieder in das Verzeichnis. Komme ich denn hier ins Verzeichnis höher? Ach, das ist doch scheiße. Geh. C. Laufwerk C. Du Pennermann, ey. Warum lässt der mich nicht die Musik auswählen? Ich raff es einfach nicht. C. Jo, ihr seht, das klappt echt super. Wenn ich das hier wegmache, kann ich da nicht vielleicht. C-Programm-Files. Dann war das. Eigene Benutzer? Nee, eigene Musik? Ich weiß es nicht. Oh Mann. Beast? Nein, Mann, du hohles Stück Scheiße! Mann, ey, hier raste ich direkt komplett aus. Warum geht das mit der Musik nicht mehr? Ich verstehe nicht. Ich habe hier nichts dran verstellt, ne? Einmal mein Musikordner auf die externe Festplatte geschoben. Zack, kannst du hiermit nichts mehr anfangen. Das ist so geil. Ja, hier kriege ich einen Strike drauf auf die Standard-FM-Musik. Also,
Müssen wir weiterhin ohne Musik machen. Tut mir sehr leid. Ich gucke mal offscreen, ob ich da irgendwie was gemacht kriege. Ich würde ja normal jetzt auch auf meinem Handy nachgucken, aber es ist in Reparatur. Von daher geht das alles nicht. Wir lernen natürlich noch hoch Norwegisch. Als Nationaltrainer, glaube ich, ganz gut angebracht. Stadion ist relativ klein mit 7500 Zuschauern. Da müssen wir auf jeden Fall was tun. Ja, Infrastruktur, Baukosten haben wir jetzt nicht so viel Geld, aber ein bisschen was wollen wir natürlich machen. Plakatwand, Mietskaserne, Schulungszentrum, Bürogebäude wäre erstmal wichtig. Und Fitnessparcours ist auch nicht schlecht. Ja, ich gebe direkt wieder das ganze Geld aus, ich weiß, aber es muss sein. Man muss sich ja auch weiterentwickeln. Mitarbeiter, mach mal gleich. Ich wollte ja erstmal die Mannschaft gucken, damit ihr ja auch die Mannschaft seht. Also, Torwart wird dann hier wahrscheinlich der Kwasi. Wer Spielerbilder zu den Spielern kennt, ich habe jetzt nur zu Ødegaard nochmal ein Spielerbild rausgesucht. Dann könnt ihr mir gerne auch einen Kommentar schreiben und dann gucken wir mal, dass wir das integriert kriegen. Ansonsten, Jugendspieler dürfen gern wieder von euch übernommen werden und wir haben viel zu viele Spieler. Gundersen, den können wir nicht so verkaufen, ne? Nee. Erstmal müssen wir eh hier alle Marktwerte anpassen. Erste und zweite Mannschaft, Forderung auf Marktwert. Laien, wir haben ganz viele Spieler geliehen. Das ist sehr, sehr interessant. Viele von Manchester City, wir sind scheinbar der Ausbildungsverein von Manchester City. Ein von Inter Mailand, Patrick Olsen, der ist richtig genial. War es jedenfalls mal. Den müssen wir sehen, dass wir den halten können, den Olsen. Zweite Mannschaft ist kein Spieler, das ist schon mal gut. So, jetzt Kader aussortiert. 57 Roden, der kann weg. 100.000. Reserve. Gudersen, den konnte man nicht, ne? Den müssen wir noch ein bisschen warten, bis wir den verschieben können. Der hier bleibt unser Ersatztorwart. Der ist halt talentierter als hier die ganzen Heinis. Deswegen ist das so. Borger Thomas, 17 Jahre, nicht so schlecht. Müsste man eigentlich auch mal versuchen zu verleihen. Dafür ist mir Talent eigentlich zu niedrig. Der hier mit 15 ist schon besser. Auch nicht geliehen oder so. Oder das optimal. So, dann haben wir zwei eigentlich solide Linksverteidiger. Das ist okay. Und auch zwei starke Rechtsverteidiger. Das ist auch okay. Das darf auch gern so bleiben, wobei es fast einer zu viel ist. Aber wart mal lieber mal ab. Dann die Innenverteidigung. Da hätten wir hier 79 Storbeck, Rechtsfuß und Madsen, Rechtsfuß. Der ist aber nur Rechtsfuß. Madsen Storbeck. Horn auf der Bank. Und Walswig, das Talent, auch auf der Bank, der ist sogar Linksfuß, der wäre eigentlich besser. Dann Heubraten, wei oh wei die Namen, ey, ich werde hier, das kann lustig werden. Und du bist leider auch zu viel. Wir müssen erst mal sehen, dass wir ein bisschen Geld wieder reinbekommen, dass wir da noch eventuell, je nachdem, wo Bedarf ist, noch mal reagieren können, aber der hier könnte richtig interessant werden. Fairer Spieler. Mal gucken, was wir aus den kriegen. Gemacht kriegen. So, dann im defensiven Mittelfeld würde ich gerne mit Olsen agieren. Ist mir egal, ob der Johansen gerade ein bisschen stärker ist. Obwohl baut das Spiel auf. Warten wir erstmal, was der Olsen so macht. Und Kwakwa mit 16 Jahren ist nur geliehen. Schade. Sonst würde ich sagen, würde man ihn selber verleihen.
Aber müssen wir erstmal hinten anstehen. So. Dann rechtes Mittelfeld haben wir, glaube ich, nur. Hier, die könnten doch hoffentlich auch noch rechtes Mittelfeld spielen. 62 und 64. Kann aber auch noch Stürmer. 64 hat der hier auch. Was kann der so an Flanken schlagen? Eine 67 von Man City geliehen, nicht wirklich talentiert. Odegaard ist der Dribbler. Ihr seht, krasses Talent und das mit 13. Was hatten die hier in Flanken? Der hat eine 75, sehr, sehr vielversprechend. Und der hat eine 72, ist aber stärker. Das heißt, wir fangen mit Storfloor an und Rickheim hat aber nur eine 62. Egal, kriegen wir da noch hintrainiert. Und Profski, der geliehene Spieler, wäre dann eigentlich weg. Was haben die denn für Scheiße von Man City geliehen, ey? Kann sein, dass ich den gleich wiederholen muss, aber erstmal in die Reserve, um den Überblick hier zu haben. Linkes Mittelfeld haben wir gar keinen. Das ist ja sehr interessant. Stürmer Kovac, ein Sturmtank. Halt. Dahin. Und zweiter Stürmer Thomas Sorum. Dahin. Dritter Stürmer Diamondé. Geht steil. Hierhin. Dann hätten wir noch Castrati als Alternative und Olsen kann weg. Müssen wir auch wieder warten, bis wir den dann verkaufen können. Eine Laie macht absolut keinen Sinn. Ovenstedt kann nicht wirklich Spielmacher, deswegen würde ich sagen, können wir den auch wegpacken. Müssen wir auch noch warten, wie so oft. In die Reserve verschieben. So, Spielmacher. Ibrahim ist ein Spielmacher. Offensives Mittelfeld 65. Speichern wir uns gerade mal. Das ist auch ein Spielmacher, aber der kann auch im linken Mittelfeld spielen. Hat Flanken 59. Wahnsinn. Boateng. Dribbler, Junior, Dribbler, linkes Mittelfeld 62. Was hat ihr nochmal an Flanken? 71, das ist doch ganz passabel. So, der Schala kann natürlich auch weg. Braucht man überhaupt nicht. Ach komm. Ja, ist am Anfang vielleicht ein bisschen langweilig für euch, aber. Wer das nicht mag, dass ich hier die ganzen Sachen einstelle, der kann natürlich erst ab Part 3 oder so einsteigen. Ich benenne und beschrifte, bebilder die Folgen und die Thumbnails extra so, dass man deutlich erkennt, ob was gemacht wird und was genau gemacht wird. Du kannst auch weg. 200.000. Viele können wir ja nicht verkaufen, ne? Das ist. Wird noch interessant. Auf jeden Fall. Ja, Spielmacher, Alternativen weiß ich nicht. Odegaard erstmal hier auf die Bank. Ist unser Ersatz erstmal für Junior. Ophosum ist Dribbler. Den würde ich gerne so erstmal behalten. Simon Brenne, Spielmacherersatz. Oder Boateng, Spielmacherersatz. Ne, Boateng muss weg. Simon Brenne, Spielmacherersatz. Damit dürften wir jetzt alle komplett haben. Wo haben wir den Guten denn hier? Ich glaube, der muss hier irgendwo sein mit seinen 13 Jahren. Führungsqualität von 3, das ist schon sehr, sehr gut. So sieht der Kader eigentlich ganz brauchbar aus. Gucken wir gerade mal, ob wir Spieler verkauft kriegen. 3 Stück, damit machen wir so viel Geld. Ich sag's euch. Oh Mann, das wird ein lustiges Abenteuer, aber wie gesagt, unsere Mission ist Odegaard an die Spitze der Fußballer, Spieler, Dingsbums zu bringen.
Vielleicht können wir uns ja den einen oder anderen ablösefreien Spieler schnappen. Ich glaube, das probieren wir auch mal. Ablösefrei, Abtalent hier, 60 von der Stärke her, das passt. Torwart haben wir zum Beispiel keinen, probieren wir mal bei alle. Ein Spieler, hui. Moha. Haut mich jetzt nicht vom Hocker. Das wird echt lustig. Was haben wir so auf dem Transfermarkt rumfliegen, was realistisch ist? 5 und dann sollte hier ab 60 beginnen. Machen wir 61. Dann wissen wir, dass wir die Spieler so einigermaßen kennen. Bam, 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 bam. Fangen wir mal beim Torwart an. Da ist keiner dabei, der mich vom Hocker rausreißt. Wird hier alles in der norwegischen Liga abspielen. International sind wir leider überhaupt nicht bekannt. Aber vielleicht kriegen wir da den einen oder anderen aus der Bundesliga noch überzeugt, doch nochmal rüber zu bekommen. So ein Talent oder sowas als Verstärkung sicherlich nicht falsch. Gerade im Sturm, denke ich, könnte man durchaus nochmal was tun. Da bin ich noch nicht ganz zufrieden, genauso wie im Mittelfeld. Also hier werden nur Norweger angezeigt, da kenne ich mich natürlich nicht so aus, da kann ich nicht sagen, was mich dann erwartet. Deswegen guck mal vielleicht mal Spielersuche. Normal. Bis hier runter. Ab 61. Torwart nur realistische Transfers. Mitteleuropa. Deutschland. Alle liegen. Let's go. Doch so viele. Okay, ich verstehe. Zweite Bundesliga. So, jetzt haben wir wieder alle Positionen. Uiuiuiui. Dö. Nee, so geht das nicht. Die kennen wir ja alle schon. Das ist nicht gut. Statistiken, Deutschland, Bundesliga, zack. Team. Welche Spieler kennen wir nicht? Müssen wir halt so lösen. Sinan Kurt ist noch nicht verfügbar. Patrick Weihrauch sieht uns nicht als attraktiv genug. Das ist schlecht. Das wird verdammt schwierig, hier einen Spieler zu bekommen. Boah, Alter, die haben echt null Dings. Okay, Halleluja, es wird ein super Projekt. Super schwierig, aber ich nehme die Herausforderung an. Können wir halt in erster Zeit nicht ganz so viel transferieren. Was haben wir in der Jugend? Noch nicht allzu viel, das Hoffnung macht. B-Jugend vielleicht? Nee. Nee, 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 da ist nix. Scheindreck. Oh ja, ich mache auf jeden Fall hier gleich mal einen Break, damit die erste Folge nicht zu lang ist. Wir begrüßen auf jeden Fall nochmal ein paar Spieler. Martin Odegaard. Sagen wir mal, wird stärker. Und gleich während der Pause passe ich dann die Trainingsziele für die Spieler an, wo ich mir denke, dass es Sinn macht, die einen Trainings Plan zu verpassen und wir sehen uns dann nach der Pause wieder, würde ich einfach sagen. Behaupte ich einfach mal so frech. Vielleicht, wenn ihr Bock auf das Projekt habt, auf jeden Fall schon mal Daumen nach oben geben. Ist auf jeden Fall, finde ich, was anderes. Wenn ihr ähnliche Projekte kennt, könnt ihr mir gerne auch das Bescheid sagen. Ich habe auf jeden Fall noch keinen gesehen, der sich hier so auf diesen einen Spieler fixiert und wie gesagt, ich mache jetzt offscreen hier ein paar Sachen noch, damit ich euch nicht zu sehr langweile und wir sehen uns dann in der nächsten Folge morgen am Sonntag wieder. Danke fürs Zuschauen, liebe Leute, und wie gesagt, ich bin gespannt auf euer Feedback, das ihr gerne geben dürft und bis morgen, ciao, ciao, euer Heelfakti.